Da gab es noch keine fest umrissenen Überlegungen. Da gab es nur die Überlegung, dass man die Leute reisen und ausreisen lassen könnte. Also das war natürlich unter DDR-Verhältnisse völlig, also irrsinnig so ungefähr. Also die Leute aus, dann hauen die doch alle ab. Nein, sagten wir uns, das waren unsere Überlegungen. Wenn die Leute das können, dann besteht für sie keine Veranlassung mehr zu fliehen, also Hals über Kopf die DDR zu verlassen. Denn wenn wir einen solchen Schritt machen, dann geben wir erstens ein Signal an die Menschen, die da oben sind jetzt anders eingestellt. Also ist die erste Sache. Die zweite Sache ist, wenn sie in Massentürmen, ja, also zu Tausenden und Abertausenden, ist die Bundesrepublik gar nicht in der Lage, ihnen plötzlich jeden Arbeitsplatz zur Verfügung zu stellen oder eine Wohnung zur Verfügung zu stellen. In Lagern werden die untergebracht und dergleichen. Aber wenn sie reisen können, dann brauchen sie einem Risiko überhaupt nicht auszusetzen. Sie gucken, sie erfahren durch Bekannte oder ihre Verwandten, gibt es eine Arbeit? Wann gäbe es eine Arbeit? Und wo gäbe es eine Arbeit? Bis dahin können sie durchaus in der DDR in ihren vier Wänden bleiben, ihren Trabi weiterbehalten und sonst immer. Erst wenn die Lage sicher ist, könnten sie rübergehen. Also wir waren fest überzeugt, dass die Fluchtbewegung abebben würde. Ein völlig anderes Rezept, nicht Mauer, sondern öffnen. Dann ebbt die ab, weil nicht, also Millionen aus der DDR abhauen. Ja? Nicht jeder setzt sich dem Risiko einer solchen Standortveränderung aus. Ja? Und so war auch der erste Effekt in den Wochen. Die sind am ersten Tag alle in West-Berlin rüber und dann kamen sie nach 2, 3 Tagen, waren sie alle wieder da und die Betriebe waren mehr oder weniger voll und entwickelte sich diese Schicht. Aber das ist ja nur der eine Aspekt. Der andere ist der politische Aspekt, dass diese SED verwirtschaftet hatte. Dass die Leute sagten, wenn die Konzession machen, dann werden wir sie dazu bringen, noch andere Konzessionen zu machen. Und dann ging die Forderung weiter. Also diese SED-Leute da vorne an der Spitze, also ich auch dabei, wir hechelten nur. Jeden Schritt, den wir machten, der war schon wieder zu kurz und kam schon wieder. So endete der Laden. Nicht? Ich bin ja selbst hier in Berlin auf die Straße gegangen. Ich hatte da Erfolgserlebnisse, sagen wir mal, da ich mit den Leuten sprach und die waren erst wütend und hassvoll und so. Und dann im Verlauf des Gesprächs, also konnte ich sie packen so irgendwie und dann sagten die, ja, so wie du, das ist in Ordnung, so werden wir jetzt weitermachen und so. Aber es war, alles reichte nicht mehr. Und dann reifte der Gedanke, wenn wir die also zum Deibel jagen konnten sozusagen, dann wollen wir endlich das haben, was die da drüben auch haben. Also wir haben doch Courage bewiesen und dann wurde aus dieser Parole, wir sind das Volk, wir bestimmen hier in der DDR allmählich, also schon im Dezember, also die Losung, wir sind ein Volk, das heißt wir wollen also zusammen und wir wollen rüber in die Welt. Es entwickelt sich nochmal bedrohlich im Frühsommer, also unmittelbar vor der Währungsreform, als dann also da diese Verhältnisse eben nicht über die DDR kamen und die Leute sagten, also kommt die D-Mark nicht zu uns, gehen wir zur D-Mark, da hätte nochmal eine große Migrationswelle, keine Fluchtwelle mehr natürlich, aber eine Migrationswelle stattfinden können. Und daran wäre die Bundesrepublik nicht interessiert gewesen.